Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute möchte ich dir zwei ETFs vorstellen, aufgelegt auf den Emerging Markets von iShares. Zudem habe ich genau diese beiden auch bei mir im Depot, in meinem ETF-Depot. Ich hatte ja schon mal ein Video zu gemacht. Bei mir sind ja noch der China, Afrika und Indien ETF in meinem Depot und auch diese beiden, wenn wir gleich anschauen, welche beiden das sind, Emerging Markets und wieso ich zwei Emerging Markets im Depot habe, das werden wir gleich in diesem Video klären. So, ja, beginnen wir direkt mit dem ersten hier, das ist von iShares, das sind beide übrigens von iShares. Hier sehen wir die Aufteilung in diesem Emerging Markets ETF, der ist anders als der andere aufgeteilt. Hier haben wir zum Beispiel TSMC aus Taiwan mit 4,6%, dann haben wir Meituan mit 4,5% Gewichtung in dem ETF, dann haben wir Ping An mit einer Gewichtung von 4%, dann haben wir noch Naspers mit 4,3%, aus Südafrika ist Naspers ja eines der größten Unternehmen, NIO 3,5% Gewichtung und Wuxi 3,5% ebenfalls Gewichtung. So, dann haben wir die Gewichtung nach Länder und das ist das Interessante, wieso ich überhaupt diesen ETF habe. Wir sehen China im Emerging Markets bei 26%. Normalerweise hat China eigentlich immer 35%, so um die ungefähr so um den Dreh. Hier haben wir nur 26% und das ist der Grund, wieso ich auch diesen Emerging Markets ETF habe, weil ich einfach auch die etwas kleineren Länder etwas stärker gewichten wollte. Deswegen sehen wir hier Taiwan auf Platz 2 mit 16%, Südafrika ist hier mit fast 12% dabei und dann auch noch Südkorea mit 11%. Dann haben wir Indien, was auch ganz, ganz entscheidend war für mich, 9% und Brasilien auch hier noch mit 6% mit dabei. Die Kosten für diesen ETF sind auch im Rahmen, 0,25% ist jetzt nicht sehr viel für den Emerging Markets und zudem ist es auch diese Unternehmen sind da wirklich in diesem Unternehmen vollständig drin. Das ist also physisch hinterlegt und der ist auch tesorierend, dieser ETF. Also, das ist der erste ETF. Dann haben wir den zweiten. Dann werden wir gleich feststellen, da kommen gleich die Unternehmen, die natürlich jeder kennt. Und da ist auch China anders gewichtet. So, da haben wir ja auch schon gleich. Da sehen wir auch schon gleich die bekannten Verdächtigen. Und wir sehen hier, genau, China ist hier mit 34% gewichtet. Dann kommt Taiwan mit etwas weniger, 14% als in den davor den ETF. Dann haben wir Südkorea mit 13%. Indien ist hier auch mit fast 11% gewichtet. Dann Brasilien 4% und Südafrika auch knapp 4%. So, dieser ETF, das ist der, kann man sagen, vielleicht der gängige. Und den habe ich auch schon seit 2017, habe ich auch bespart gehabt. Den anderen hatte ich mir erst vor einem Jahr zugelegt und jetzt auch einige Male nachgekauft gehabt. Und diesen habe ich wirklich schon seit 2016 oder 2017 habe ich den schon im Depot gehabt und ich habe den auch damals auch über einen Sparplan laufen lassen. Der kostet mich im Jahr nur 0,18% Gebühr. Das ist also auch sehr, sehr niedrig und auch dieser ETF ist physisch hinterlegt. Also diese Aktien, die wir hier sehen, die sind wirklich auch in diesem ETF drin und auch der müsste eigentlich auch tesorierend sein. Also hier sehen wir mit einer größten Gewichtung TSMC, auch wie beim anderen ETF, der aus Taiwan, Chiphersteller, einer der größten mit 5,4% Gewichtung. Dann kommt Tencent gleich hinterher mit 4,6% Gewichtung. Auch Tencent ist in meinem Langfristdepot ja auch schon hoch gewichtet. Ich glaube, ist meine sechste, siebtgrößte Position im Depot. Bin ich immer noch von überzeugt, habe ich auch in meinem Aktien-Sparplan drin. Dann haben wir Samsung mit dabei. Aus Südkorea mit 3,5% Gewichtung, dann Alibaba aus China mit 3,4% Gewichtung, dann Meituan 1,3%, Reliance Industries mit 0,8% und Naspers 0,9%, also Naspers ist aus Südafrika und Reliance ist aus Indien, eines der größten Unternehmen. So, da sehen wir einfach eine etwas andere Gewichtung hier, das sind die wirklich die, ich sag mal, die, ja, die ganz normalen, die großen, die man einfach so kennt und in dem anderen sind schon paar andere mit dabei. Der eine andere ist eine Tencent, Alibaba. Diese Unternehmen sind hier gar nicht vertreten. Deswegen ist hier China einfach auch etwas kleiner gewichtet. Wir können uns vielleicht hier mal einfach mal den, was haben wir hier, den, das ist genau, das ist der erste, das ist der SRI, genau, Emerging Markets. Hier sehen wir die Gewichtung
was ich ihm ja auch als Grafik gezeigt habe. Hier Ausstellungsart ist tesaurierend, wie ich gesagt habe. Die Nachbildung ist vollständig, also physisch hinterlegt diese Aktien. Das finde ich immer persönlich auch mal sehr, sehr wichtig. Wenn es die Möglichkeit da ist, dann würde ich es immer physisch nehmen. Immer. Manchmal ist es, glaube ich, zum Beispiel bei den Afrika-ETF, den ich habe, oder was hatte ich, glaube ich, noch gehabt? Den Indien, weiß ich jetzt nicht genau, aber den afrikanischen ETF. Ich glaube, da ist es nicht physisch oder nur zum Teil physisch. Da werden wirklich andere Aktien genommen und dann einfach nur nachgebildet. So, aber wenn es einfach möglich da ist, dann würde ich immer die vollständige Nachbildung haben wollen, also wirklich diese Aktien physisch in diesem iShares ETF drin sind. Ja, hier sehen wir noch die anderen Länder, die noch dabei sind. Thailand ist noch dabei, Malaysia, Mexiko ist auch noch dabei. Und da die Gewichtung nach Branchen, Finanzwerte ist eigentlich fast in jedem ETF immer die größte Position. Dann haben wir hier noch die zyklische Konsumgüter, die Kommunikationsbranche auch mit dabei. So, dann den anderen, das ist der, ich sag mal, der typische Emerging Markets ETF, nenne ich den mal so, mal einfach mal den zu unterscheiden, diesen iShares Core MSCI Emerging Markets. Hier sehen wir halt China mit knapp 35%, das ist quasi fast immer so. Und hier sehen wir auch die Nachbildung, die ist optimiert hier. Also hier sehen wir, dass das Unternehmen oder dass die Aktien nicht alle wirklich vollständig gekauft werden, diese Unternehmen in den ETF, sondern die werden teilweise einfach nur nachgebildet. Das ist optimiert, ist meine zweite Möglichkeit, das zu wählen, weil es einfach hier viele, viele kleine Unternehmen drin sind, die der ETF-Anbieter, wie Ersche sagt, die lohnt sich nicht zu kaufen, die bilden wir einfach nur einfach ganz einfach nach. Ist auch okay. Aber die größten Unternehmen wie hier, die Top 10, Top 20, Top 30, die sind alle physisch hinterlegt. So, und hier sehen wir auch hier China, Taiwan, Südkorea, Indien noch mit dabei, dann Brasilien haben wir gesagt, Südafrika ist noch mit dabei, dann haben wir hier Russland noch dabei mit 3% Gewichtung, also sehr, sehr klein. Saudi-Arabien ist mit 2,5% dabei, Mexiko auch mit knapp 2%. Hier sehen wir die größten Branchen zu anderen ETF, die Informationstechnologie. Also hier ist Alibaba, Tencent, Samsung, das sind schon drei Giganten. Taiwan ist auch mit dabei, sehen wir hier. Also das sind, deswegen ist sie einfach hier die größer als die Finanzwerte. Also, das waren jetzt die beiden ETFs, die ich ja einfach so mal als Idee mal in den Raum werfen wollte. Ich habe ja bei Instagram immer wieder die Frage gestellt bekommen, welchen ETF habe ich für Emerging Markets, welche könnte man nehmen. Es ist zwar keine Anlageberatung, einfach aber als Inspiration vielleicht für einen oder anderen interessant. Und das sind wirklich zwei ETFs, die ich auch selber in meinem Depot auch habe. Ja, also hier steht die WKN-Nummer, könnt ihr euch nochmal genau anschauen. Einfach mal schauen, welcher zu einem besser passt. Ich hatte den mehrfach auch, wie gesagt, ausgewählt, weil hier etwas hin etwas weniger gewichtet ist. Und den hatte ich ja schon seit 2006, 2017 im Depot gehabt. Hatte den bespart gehabt, habe den auch mal nachgekauft gehabt. Aber wie zum Beispiel eine Alibaba oder eine Tencent, die habe ich bei mir im Depot einfach schon sehr, sehr stark gewichtet und habe mich dann für einen Nicht-Nachkauf hier entschieden, sondern habe dann seit 2020 angefangen, den in Stückchenweise ab und zu mal zu erwerben, weil hier einfach andere Unternehmen drin sind. Und wie gesagt, Alibaba und Tencent habe ich separat als Aktien in meinem Depot. Die brauche ich nicht nochmal als ETF. Deswegen habe ich mir eine Emerging Markets herausgesucht, die ich vielleicht noch nicht unternehme, die ich vielleicht nicht wirklich in meinem Depot habe. Und da war einfach dieser ETF für mich viel interessanter als der andere. Aber der andere lasse ich einfach trotzdem weiterhin liegen im Depot, ist ganz, ganz klar. Ja, also hier haben wir alles auf einen Blick. Hier sehen wir die WKN-Nummer, wenn du mal nachgucken möchtest. Hier auch ist von iShares. Ja, BlackRock ist ein riesen, riesen ETF, sind das. Und ich denke, ich habe jetzt quasi eigentlich alles gesagt zum ETF. Einfach so eine kleine Idee. Zwei interessante kannst du dir anschauen und vielleicht ist der andere ETF auch für dich dabei. Ja, ansonsten bedanke ich mich dann fürs Zuschauen. Und ganz, ganz wichtig, Like nicht vergessen, Daumen hoch und abonnieren ist natürlich für den Google-Algorithmus, YouTube-Algorithmus ganz, ganz wichtig für mich, damit meine Videos natürlich nach oben gerankt werden. Deswegen von meiner Seite aus Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat natürlich. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.